Okay, genau, Felix. Felix? Ja. Ach so, ja, du bist so leise. Was ich dich nur diesmal bitten möchte, so gerne ich deine Hilfe schätze, meinen Keller werde ich selber ausheben. Falls. Da hast du leider keine Entscheidungsgewalt drüber. Das ist leider meine große Angst. Also, wie sieht er aus? Hast du einen Terraria-Server jetzt zum Laufen? Ja. Haben die endlich zurückgeschrieben? Ja, dann, wir haben den komplett neu installiert. Oder hat jemand Bock auf Terraria? Ich habe immer Bock auf Terraria. Downloaded. Ja, ich hätte schon. Wollen wir Terraria spielen? Da wollen wir den Partner beenden. Oh, ja. Der gerade erst angefangen hat. Ja, können wir machen. Oh, ich hab wieder Platz. Aus frei. Oh Mann, Hundi, ich finde dich ja echt toll und so, aber du bleibst jetzt mal sitzen, weil es nervt mich, dass du die ganze Zeit hier wild rumrennst. Bad Dog! Okay, ich bin jetzt hier gleich so gut wie fertig. Dann habe ich schon mal eine große Ebene zu meiner Verfügung. Oho. Auf der Mippi dann also dann mein Haus bauen wird. Niemals. Kriegst einen Goldbarren dafür. Ein Goldbarren. Super Leistung. Na gut, wie wär's mit 9 Golden Nuggets? Not. Das ist genau dasselbe, du Horst. Das ist jetzt hier da Schichtschieberei, weißt du? Oh Gott, die sind. Willst du irgendeinen Kommentar abgeben, Felix? Na, hätte ich mir nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Dann nehmen wir mal toller weiter die tollen Medikamente hier. Ja, Kinderdrogen sind gut für den Körper. Die vom Arzt verordnet werden. Zum Beispiel? Das meinte ich doch. Beispiel von Dr. Felix. Dr. Felix. Dr. G-Dog von der Straßenecke, nicht wahr? Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin ein guter Arzt, habe ich recht? Natürlich. Ich verschreibe immer das Richtige, oder nicht? Geben Sie mir nur Marihuana. Das hast du jetzt gesagt. Michi, du verweigerst die Aussage. Ja. Natürlich. Als dein Anwalt rate ich dir nicht zu diesem Thema zu sagen. Ja, ich bin dein Arzt und sein Anwalt. Das ist Wasserloch hier noch mal zu graben. Nein? Felix, kann ich etwas Morphium haben? Ach, der Apfel, aber den Ärger am Zoll musst du dann, ne? Also. Ja, damit du kann ich leben, aber ich krieg's dann trotzdem, oder? Ja. Fände ich voll korrekt. Allerdings liefere ich keine Spritzen mit, weil das fällt zu dolle auf. Außerdem ist das immer so eine Sache mit dem Verpacken, die scheiß Teile zerbrechen viel zu leicht. Also habe ich gehört. Ausgezeichnet. Eine Sorge. Ich hab letztlich auf dem Bahnhof einen am Boden liegen sehen, den nehme ich dann. Der Plan. Ja, ein guter Freund muss die Spritze teilen. Möchte jemand ein bisschen Eisen haben? Nein, ich möchte kein Super Aids von dir haben, Basti. Sehr gut. Hat einer einen Kürbis? Irgendwer? Kürbis? Nein, niemals. Ein Golem Schustern oder what? Ja, Mann. Teilklumpen. Yep. Ich möchte gerne einen Eckbert für unsere Besiedlung bauen. Hatte ich nicht sogar einen Kürbis? Scheiße, ich möchte Kürbis. Und ich hätte gerne ein Haus mit Blackjack und Nutten, aber ich krieg's auch nicht. Weil Mipi einfach noch mit der Baugenehmigung sich einfach nur irgendwie nur Scheiße baut. Kann er mir mein tolles Haus nicht bauen? Ich baue mir gerade mein tolles Haus. Das tollste Haus, was jemals existiert hat. Dann kicken wir Michi vom Server und besetzen es. Okay, können wir das hin? Können wir da wenigstens gemeinsam wohnen, Felix? Na gut, aber wir ziehen Strich einmal durch. Okay, damit kann ich leben.
So, der Strich ist fertig. Verdammt, auf deiner Seite ist die Toilette. Siehst du da hinten dieses riesen Sprungbrett? Warte. Oh, ne, das war bei mir nur ein Schankfehler. Sorry, das sah grad so geil aus, so ein riesen Sprungbrett einfach nur. Ach, du bist scheiße. Frag mich nicht warum, es ist eine Tatsache. Von Dr. Mippy bestätigt. Stimmt's, Dr. Mippy? Auf jeden Fall. Der Arzt, dem die Crofter vertrauen. Ja, da muss ich leider sagen, dass Dr. Mippy besser klingt als Dr. Felix oder Dr. Checkmatey. Was ist mit Dr. D? Ja, damit könnte ich noch antworten. Ja, okay. Damit könnte ich noch antworten, ja. Ich noch... Alter! Dreht mir nicht jedes Mal den Mund um. Du hast es selber gesagt. Halt die Fresse, wenn du mit mir redest. So, ich brauche mehr Sand. Ich muss meine Plattform da vergrößern und wahrscheinlich den Sound. Ich werde wahrscheinlich diesen komischen. Ja. Nein, den Fluss ein bisschen zusanden. Ist zusanden ein legales Wort? Dr. D? Wir haben studiert, wir müssen das wissen. Oder versucht und danach Kühlschrankmechaniker. Ist das ein Spaß, der Kerl einfach nur. Ja, ne? Den kannst du irgendwann 500 Mal erzählen, der weiß das immer noch nicht. Kältemechatroniker, so war die Bezeichnung, oder? Wow. Alle stolz auf dich. Ich geb dir gleich ein Sternchen in der Hand. Ja, Entschuldigung, ich bin diplomierter Kindergartenpädagoge, deswegen sag ich trotzdem nur Erzieher, jeder zu mir. Was hast du schon wieder mit Hosen? Weißt du, du bist einfach. Du bist Kühlschrankmechaniker und ich bin einfach Erzieher, weißt du? Mann. Wusstet ihr, dass man für Bücher mittlerweile Leder braucht? Ja. Lederbuch, ne? War vorher nicht so. Naja, Waldbücher waren aus Pergament und so, weißt du? Weiß doch nicht, was Pergament ist. Ah, Entschuldigung. Also damals, hast früher. Hast du den Typ mal angeguckt? Nein, noch nicht. Ich hab mir irgendwie. Hör auf, so über mich zu reden, ich bin anwesend. Oh, Entschuldigung. Ich habe mir letztlich mal von irgendeinem anderen Typen immer ein paar Videos angeguckt, die er meinte, jeden Tag zu posten zu müssen, weil ihm irgendwie stinklangweilig war in seiner komischen Bude. Der die ganze Zeit auf seinem Tisch stand und hinter ihm das Fenster war. Oh ja, ach, du redest von mir. Achso, ich dachte, du redest gerade von Basti. Ja. Ja, war echt faszinierend. Krieg ich die Zeit jetzt wieder? Nein, Phil, wie schon gesagt, du bist arbeitslos. Nein, ich bin nicht arbeitslos. Klar bist du arbeitslos, du hast doch keinen Job, was du da machst. Nein, ich habe jetzt einen Job. Was denn? Kassierer. Weiß er nicht. Will ich nicht sagen. Also ich krieg monatlich irgendwie immer Geld, von daher habe ich einen Job. Hey, das ist Arbeitslosengeld. Oh. Ich krieg kein Arbeitslosengeld. Siehst du, nicht mal dafür bist du gut. Nein, ich arbeite als Kassier bei Lidl. Alles klar, da komme ich mal vorbei, dann beschwere ich mich über dich. Ich habe noch nicht mal angefangen, ich fange erst am 2. Januar an. Und du wirst doch nicht den ganzen Weg am ersten Tag schon sich über mich beschweren, nicht wahr? Ihr Kassierer Phil, der ist scheiße, der fängt doch erst im Januar an. Ja, aber der ist echt kacke. Nee, ich warte mit einer Arbeit und dann sage ich, also passen Sie mal auf, dieser Phil, der da in Kasse 4 sitzt, der riecht irgendwie nach Alkohol. Da sind zwei Kassen. Es gibt keine Kasse 4, das Ding hat gerade mal zwei Kassen. Ich bin schon ein kleiner Scheiß, Mark. Also ich finde diese flachen Glasscheiben irgendwie total hässlich. Was, diese durchgehenden? Ja. Ich weiß auch nicht. Lol, warum hat bei mir die komplette Erde im Grafikfehler? Grimfin left the game. Ja, ist es wieder. Willkommen zurück! Wir haben dich vermisst, Nord. Alter. Ich bin vielleicht wieder witzig. Ja! Und Basti eklig. Ich höre keinen Widerspruch. Down-Syndrom. Hast du wenigstens den Flyer? Fickt euch. Wollt ihr ihn zuschicken, na? Weißt du, wie er ist? Alter. Mein PC ist, glaube ich, schon wieder zu warm. Oh ne, jetzt sind die Fehler weg. Mein PC ist zu warm.
warm geworden, obwohl die Kühlung sehr gut funktioniert, aber der ist einfach... Ich glaube, der läuft ein bisschen lange. Seit wie vielen Tagen? 2,5. Oh, ist gar nichts. Warum wird schon wieder dunkel, Basti? Keine Ahnung, bei mir ist noch hell. Es wird dunkel. Ich spüre schon, wie die Sonne langsam verschwindet. Es pisst mich an, weil ich keinen Kürbis finde. Würde denn jetzt hier kommt die Sonne von Rammstein an Stimme, oder dann kommt wahrscheinlich von Basti nur die einzige Version, die er kennt. Hier kommt der Basti. Ah, erzähl ich dir irgendwann mal später. Ja, die Version gibt's aber wirklich, die ist von Battle Boy Basti. Der hat live gespielt. Wow. Also ich sehe nächstes Jahr Rammstein und du. Ich erzähl dir was genauso Tolles. Ich sehe Rammstein nächstes Jahr nicht. Das ist aber nicht so toll. Oh, glaub mal, das ist was Tolles. Ich würde fast sagen, als würdest du Rammstein nicht mögen. Wenn ich bereit wäre, die 150 Euro für das Ticket auszugeben, dann... Weißt du, Phil, wenn ich einen verschwitzten, übergewichtigen Kerl beim Singen zugucken will, dann warte ich, bis Basti hinterm Autosteuer sitzt. Das ist Spaß, ey. Das ist ein Argument, Felix. Das ist so ein Wichser. Aber da ist ja mehr als nur Rammstein dabei. Da sind noch andere verschwitzte Typen. Und davon sind noch dünner. Wow. Ja, ich feier Rammstein aber auch. Ist hier unten Sand? Ich bin 20.000 Meilen unter dem Meer. Unter dem Meer. Ja, was singt die Wasserleiche? Unten im Meer. Ach, lasst mich doch. Ich hasse euch. Ihr habt alle super AIDS. Wir hassen dich. Aus deinem Mund klingt das so, als wäre das was Tolles. Wie ich jetzt ewig an dieser einen scheiß Plattform hocke und ich weiß nicht mal, wie groß ich die machen will. Ich glaube aber langsam reicht's. So, okay, jetzt brauche ich erstmal ein Bild für mich. Also, da hinten ist ein grauer Creeper. Seit wann gibt's die in grau? Okay, nein, es ist blau. Komm her. Oh Gott, ich werde jämmerlich absaufen! Nein, die Mauer bleibt ganz. Ja, noch nicht 1989 in diesem Spiel. Oh ja, danke, fick dich. Wir können so einen Wassergraben bauen. Mit so einer ausfahrbaren Brücke. Da können wir jetzt nochmal die Frage wegen dem Redstone stellen, wer sich damit auskennt und so, weißt du? Ich halbwegs. Ja, das kriegst du aber hin, dann nimmst du einfach hier, wie heißen diese... Pistons. Pistons, genau. Diese klebrigen am besten, machst da einen Stein dran und dann... Oben Zaun dran und dann kannst du dir die... Das könnten wir eigentlich mal als kleines Together machen, Basti. Adventure Maps, nur wir zwei. Ja, können wir auch mal machen. Boah, diese Terrorspinnen aus dem Weltraum. Pirates and Ninjas and Lasers and shit. Nein! Bad Dog! Sag bloß, er ist tot. Er hatte noch so viel vor. Ich hab ihn geliebt! Verbrannt wie Harvey, sagst du? Nein. Ja, wie ein islamischer Terrorist. Oh Gott, und neben mir ist ein Enderman. Ich glaube, der will kuscheln. Voll wie immer. Noch habe ich ihm weder wehgetan, noch... Obwohl, habe ich eine Chance mit einem Eisenschwert aus Ausrüstung? Sieht schlecht aus. Ich hasse euch. Heute werde ich das Diamanten sagen, oder was? Verschwinde von meinem Grundstück! Also bis jetzt gefällt mir das Haus schon ganz gut, auch wenn es noch nicht mal halb fertig ist. Es ist nicht wichtig, was du sagst, sondern was ich über mein Haus sage. Weißt du was, ich kopiere einfach deine Idee. Genau. Naja, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass der See so klein ist oder der Fluss, dass man da nicht noch ein zweites Haus hinbauen kann. Wieso, ich kann es auf meiner Seite bauen. Ich will deinen Hund haben. Darf ich ihn töten? Nein, niemals.
Oh, ich habe eine vergiftete Kartoffel. Hier ist die mal, ich will wissen, was dann passiert. Richtig. Meine Karotten, meine! Ganz allein meine! Dann nicht der Name um. Ich opfer mich sogar, füll die sogar nach, bin ich nicht toll. Ja, unglaublich toll. Hat keiner von euch einen Kürbis? Nein, ich habe auch noch keine gesehen. Na, die ist vergiftet einfach, ich verliere Leben. Ein paar Sekunden lang. Na gut. Ah, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich, das brauche ich. Das ist die Uhrzeit, das brauche ich nicht, obwohl das nehme ich lieber mal mit. Ich weiß nicht, was ich jetzt als nächstes mache. Ich gebe nämlich. Auch mehr Glas. Oh. Bitch. Ah. Ja, du Ficker. Also solche Worte. Solche harte Aussprachen. Nein, 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 nein. Lol. Hey, ich hab hier von irgendeinem von euch Flinsen in der Höhle gebuddelt. Wahrscheinlich von mir. Oh ja, ich verstehe. Ich sag Höhle und es muss natürlich deine sein, hab ich recht? Nein, ich hab bei mir was ausgehoben. Aber eine. Nee, warte mal, das ist mir so ein Tunnel, wo irgendeiner von euch stiftet. Hier hat einer versucht, eine Treppe runterzubauen. Wow, Creeper! Was macht ihr alle auf meinem Grundstück? Jetzt bloß weil der Enderman weg ist, heißt das nicht, dass ihr deswegen hier Freihaus habt und oh, so. Da waren jetzt die Fledermäuse in dem Spiel. Die sind ungefährlich, aber. Okay, ich hab die Torte getötet. Ja, gut, aber das ist nur ungefährlich. Kannst machen was mit dem, was du willst. Nein. Ich hab Angst. Ich will hier wieder auf Bett. Felix, du bist in meiner Höhle. Hier raus. Warte, ich hol dich. Ich kenn mich aus. Nein, bleib weg. Ich bin aber schon auf dem Weg. Irgendwie sieht das scheiße aus. Ah, ne? Werde das Glas wieder vernichten. Wow, scheiße! Jetzt habe ich dich verloren, Felix. Schub, 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 schub. Nicht explodieren. Nein! Seit wann explodieren die, auch wenn man die nur einmal haut? Hm. Total dämlich. Seid aggressive Scheißkinder. Kann mal einer bitte bei Sönke gucken, ob der einen Kürbis hat, dann machen wir den kaputt, machen da die Samen draus und dann kriegt er den naja wieder. Ein unlauterer Wettbewerb. Welcher Wettbewerb? Ohne. Leck mich am Arsch, ich bin 700 Blöcke gelaufen. Gar nicht, ich bin 1000 Blöcke gelaufen. Klingt so, als wäre es was Schlechtes, ein bisschen Bewegung wird eh gut tun. Halt die Fresse. Das Zombie mit der Schaufel! Der Zombie hat eine Schaufel? Ja! Ach du Scheiße. Mein Schwert ist kaputt. Zumindest der. Also ich konnte sie nicht einsammeln, aber. Mittlerweile eigentlich elektrische Lampen? Nein, aber irgendwelche. Ja, klar. Cool. Wie baut man die? Keine Ahnung. Aber es gibt sie. Na toll. Okay. Das muss reichen. Ganz genau, das wollte ich auch gerade sagen. Gut. Verdammt. Oh Gott. Überall. Jetzt muss ich wieder Sand abbauen. Jetzt habe ich mein übliches Problem. Ich sitze in meiner scheiß Höhle und finde hier nicht raus. Box in deinem Bunker. Können uns aber auch nur über andere Randgruppen auslassen, ne? Ja, über Österreicher. Gestern waren die Juden dran. Franzosen sind immer kann dran. Kann man nur so voller Hass sein? Ich ja, das frage ich mich auch. Wieso denn Hass? Wer hasst die Franzosen nicht? Die Franzosen hassen sich sogar selber.
Busen haben unglaublich viel zur menschlichen Geschichte beigetragen. Ja, sie haben sie eben. Musik, Bauwerke. Wieso, Basti? Was ist denn nur mit dir los? Wer hat dir schon wieder ins Hirn geschissen oder hast du deine 5 Minuten? Was hast du beschädigt? Ich verstehe das gemacht? Einfach nicht. Boah, jetzt ist mein Minecraft schon wieder abgeschmiert. Gut, wen willst du jetzt wieder flachlegen? Gerade du, als kleiner, dicklicher, glatzköpfiger Junge, solltest du das doch verstehen. Connect den Server. Warum das kann ich nicht auf den Server connecten? Mit Vorurteil. Nun denn. Was nun denn? Wir müssen gleich beenden. Unsere Absage machen und so. Ich werde hier auch noch warten. Toll, ich bin sowieso gerade, ich kann irgendwie nicht mehr joinen, keine Ahnung. Ja gut, das kommt dann eh sowieso. Nein! Jetzt solltest du, probier's jetzt nochmal. Was vorbei, nix vorbei. Funktioniert immer noch nicht. Gut, dann spielen wir jetzt Terraria, der Server läuft wieder. Habe ich nicht gedownloadet! Ja, weil das auch 200 Giga groß ist. Das ist irgendwie nur 200 MB oder so. Ja, mal, glaube ich, bald. Ja, mein Internet ist kaputt. Genau. Boah. Nein! Oh! Jo, ich habe jetzt auch noch. Gut. Gott, ich will leben. Wer von euch Deppen hat eigentlich irgendwo mal eine Steinsäule mit einer Fackel irgendwo hingestellt? Also ich nicht. Ich bin erstmal eine Weile auf Kaff fressen und so. Also gut, nein, jetzt wir sagen noch auf Wiedersehen zu den zwei Zuschauern, die wir haben. Jo, wieder okay. Tschüss. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Mippi, wie lange bist du weg? Ja, passt, ciao.